Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Also, ich habe mir überlegt, ich brauche ein bisschen Kohle. Grüß dich, werter Herr. Ja, Maul halten. Hast du Kohle? Das Gegenmittel will ich auf jeden Fall haben. Die nehme ich auch. Das fällt schon nicht auf. Was war das denn? Eine 3 zu würfeln, leck mich doch. Ah ja. Wieso haben die Spinnnetze so nur einen Wert? Das verstehe ich nicht. So. Was ist denn eh? Das mache ich besser in Ratei tatsächlich. Okay, das mit den Hühnern muss ich jetzt nicht machen. Aber das würde ich schon gern machen. Okay, Hühnerstelle. Ich würde gern erstmal sehen. Was sind das für komische Geräusche? Halt die Klappe. Was war das? Was sind hier Hühnerställe noch? Habt ihr keinen Hühnerstall? So, Holzkohle. Hatte noch jemand Hühner? Das ist ein Holzschuppen. Oh, ein Nest. Sie ist noch nicht. Ach da. Wow. Ah, schon jetzt interessant. So, wer hat hier noch Hühner? Cool, sogar mit Sitzen. Aber keine, wo sind die Ferkel? Die sehen so prall aus, als wäre jetzt da Ferkel zu geben, aber irgendwie nicht. So, werden hier noch Hühner? Ich meine, Schweine schmecken zwar gut.
Aber ich persönlich bin halt doch tatsächlich eher ein Geflügelmensch. Was die Aufzucht angeht von Tieren. Gänse, Hühner, Tauben. Von mir aus auch Enten. Meine liebsten Tiere. Aber Schweine haben den besten, sagen wir mal, Wirkungsgrad, was Futter in Kombination mit... Ja Gott, habt ihr viel Holz. Was die Kombination Futter zu Ertrag eingeht. Das ist der Hund. Gott, ist der... Das klingt ja echt schauerlich. Alles für Heu. Teilweise halt richtig gut organisiert hier alles. Hat hier denn nicht... Achso, ja, okay, ihr habt wahrscheinlich keine Hühner. Hier muss es doch noch mehr Hühner geben. Ich habe mich tatsächlich eh schon gefragt, dass man keine Eier kaufen kann. Und nicht solche Sachen wie Kuchen. Ah, hier sind auf jeden Fall Hühner. Okay, das haben wir schon mal gemacht. Wer ist da? Antworte. Kein Bock. Jetzt. Grüß Gott. Was hast du alles im Angebot? Sag mir, kommt Alois dich noch besuchen? Nein, er ist fort. Seit ich mein altes Geheimnis gebeichtet und vor Gott gebüßt habe, fühle ich mich leicht wie eine Feder. Nachts schlafe ich wie ein Baby. Ich danke dir tausendmal, Heinrich. Mach's gut. Das ist schön, weil mein Baby will gerade überhaupt nicht, wollte heute überhaupt nicht schlafen. Okay. Das Zeug kann nicht schlecht werden. Wow. Was bringt denn das? Mit in die Schlacht zu nehmen könnte ein ziemliches... Nicht ratsam, ach so. Zwei Tage. Reden wir nun. Zufrieden? Komm. Siehst du? So, was muss man noch machen? Es ist schon noch ein bisschen was. Rosenkränze. Achso, Quest. Soll ich vielleicht noch gucken?
Die Frage ist, wo befinden sich die Dinger? In ihrem persönlichen Inventar oder... Aber ich gucke erstmal, dass ich den Trank herstelle. Gott schütze. Wie lautet das Rezept? Hör jetzt ganz genau. Ich bin ganz Ohr. Wie Blut aus einst lebte ein kühner Ritter von edlem Gemüte. Distel? Er verliebte sich in eine junge Maid mit strahlend rotem Gebände, die er zusammen mit ihren Schwestern auf einem... Er wusste um seinen Charakter und wollte die Maid nicht ängstigen. Und so bat er einen anderen Ritter um Rat. Der fromme Ritter schlug ein Treffen am Fluss vor, bei dem auch er zugegen sein wollte, auf dass er seinem Freund helfen möge, Wein? Sich der holden Maid... Das soll ich mir irgendwo aufschreiben. Wein zu offenbaren. Und so geschah es. Doch die holde Maid verliebte sich in den frommen Ritter. Der kühne Ritter erzürnte und forderte seinen Rivalen zum Duell. Lange und erbittert kämpften die beiden. Doch sie waren sich voller Pein ob der Wirkung ihrer Schönheit. Ergriff die holde Maid den Dolch. Leblos lagen ihre Leiber am Boden, drei an der Zahl. Okay, ich habe jetzt Wein, Distel, Mohn. Wie lautet das Rezept? Hör jetzt ganz genau. Ich bin ganz oben. Wie Blut einst lebte ein... Blablabla. Stacheln, das sind eindeutig Disteln. Er verliebte sich in eine junge Maid mit strahlend rotem... Strahlend rotes Gewände klingt nach Mohn. ...zusammen mit ihren Schwestern auf einem Feld sah. Er wusste um seinen Charakter und wollte die Maid nicht ängstigen. Und so bat er einen anderen Ritter um Rat. Propheten. Einen frommen Kreuzritter, der den... Der fromme Ritter schlug ein Treffen am Fluss vor, bei dem auch er zugegen sein wollte. Auf und so geschah es. Doch die holde Maid verliebte sich in den frommen Ritter. Der kühne Ritter erzürnte und voller Pein ob der Wirkung ihrer Schönheit. Leblos lagen ihre Leiber am Boden. Was das Rezept... Ja, willst du das... Ich glaube, es war alles. Ach, hier kann ich nachlesen. Aha. Ich gehe jetzt nach Ratai. Ich beerdige den jetzt erstmal. Wein des Nachts vom Galgenhügel her. Bei den anderen Sachen habe ich keine Ahnung, was er noch will. Wein, Distel, Mohn. Hieß es alles zermahlen, zusammen rein. Das ist ja blöd, dass er mir das nicht nochmal sagt. Christliches Begräbnis. Ich find's einfach richtig. Hey, der Typ ist ja doch wieder da. Guten Tag. Mach's gut. Ich nehme mal alles, was du so hast. Okay, davon vielleicht ein bisschen weniger.
sprechen. Doch ein bisschen teuer. Ist das genug? Ja. Vielleicht steht ja doch da drin. Okay, Wein. Okay, ich brauche auf jeden Fall Distel. Könnte es Augentrost sein? Könnte auch brennen. Nee. Vielleicht hier. Vielleicht ist Kamille das andere, was wir noch brauchen. Und Mohn. So, wie war das? Mörsern. Probieren wir es einfach mal. Sollte zerstampft werden. Wahrscheinlich ist es vollkommen falsch. Ich glaube, er hat gesagt, irgendwas mit zerkleinern und einmal. Ist halt echt scheiße, dass er mir nicht nochmal sagt. So werden wir schon mal rot. Liegt aber auch am Wein. Wahrscheinlich steht ein unbekannter Trank. Leck mich. Warum ist die Schnellreise nicht möglich? Ich habe drei Sachen rausgekriegt, aber keine Ahnung, was noch dazu gehört. Ich klaue dann einfach mal der Rosenkränze. Ja, die braucht lange, bis sie schlecht wird. Okay. Habe ich alles schon verkauft. Vielleicht würde ich doch leichter fahren, indem ich einfach alles verkaufe, indem ich einfach die 2000 bezahle. Ich meine, ich habe jetzt schon so viel Geld ausgegeben. Für im Grunde nichts und wieder nichts.
Warte. Bleib. Rosenkränze sind eigentlich Sachen, die sie bei sich tragen müssten. Aber ich kann es halt nicht ausschließen. Mein Gott, was tust du da? Lass das, du Elster! Ist da jemand? Nö, alles cool. Du hast ja nichts zu suchen. Verschwinde! Wache! Hey, du! Führ dich von... Du wurdest mein... Das wird teuer. Willst du mich... Dieb! Oh. Jetzt lass mich schon raus, ihr Pisser! Ich komme hier nicht. Was ist hier los? Hä? Kann ich nicht mehr normal laufen? Es ist einfach scheiße. Also ganz ehrlich, mit Rüstung hast du einfach keine Chance. Mal sehen, was passiert. Also die unbekannten Tränke sind einfach nur welche, die schief gelaufen sind. Verstehe. Doch in den Dingern. Ich trinke auch nicht unrechtmäßig ein, fällt mir gerade so auf. Jetzt tue ich's. Moment, das ist Wildbret. Und zwar vom Reh. Natürlich hinter Schloss und Riegel. Ich komme ja mein Geld jetzt wieder ran. Oh ja. So.
Dachte ich mir schon, dass das Vieh jetzt zu voll wird. Okay, nur diesen. Okay. Es ist auf jeden Fall Wildbret. Du darfst nicht im Dunkeln. Ja, ich. Ach nee, warte mal, ich sollte vielleicht erstmal die Sachen erledigen. Wie kriege ich jetzt vergammeltes Wildbret her? Ah, ich weiß schon wo. Nur Müll. Erstmal eine Fackel nehmen. Hundi! Ich muss sagen, dieses Meisterschloss knacken ist echt super. Mache ich dann auch plötzlich gar keine Geräusche mehr. Ich will nur sicher gehen, dass er nicht auf mich aufmerksam wird. Ein Rosenkranz. Sonst nichts.
Gibt's hier gar keinen Rosenkranz? Ist ja blöde. Hi. Nicht, was ich will. Klar. Ich meine, Rosenkranz haben wir, was für Heiden. Die haben ja nicht mal Rosenkränze, die brauchen sich gar nicht wundern, wenn hier alles hier vor die Hunde geht. Okay, ich habe bei mir auch keinen, aber warum sollte ich auch? Ich bin evangelisch. Halt's Maul. Hä? Was hast du hier zu schaffen? Was geht dich das an? Ich darf nicht direkt an die Hunde rennen, irgendwie mögen die das nicht. Will ja nicht das. Der Arsch wacht garantiert auf, wenn ich hier anfange. Das ist so typisch irgendwie. Wieso haben die keine Rosenkränze? Was soll denn das? Noch Müll. Wirklich nur Müll hier. Wahrscheinlich ist ja auch wieder nicht das, was ich suche. Nee, ist halt Vorräte.
Einer für sich nützlich, aber für mich dann doch nicht. Absolut nichts, das ist so dumm. Eigentlich könnte ich das ganze Dorf hier auslöschen, wenn ich so drüber nachdenke. Recht problemlos. Die Kettenhau... Oh, Rosenkranzen, endlich. So, den Rosenkranzen kriegen wir hin. Aber das mit dem... Das mit dem Wasser wird schwieriger, glaube ich. Kann ich nicht einfach reinpinkeln? Mein Blut im Urin wird das schon regeln. Boah, wie cool! Oh. Also wenn das nicht merkwürdig genug ist, dann weiß ich auch nicht. Hatte ich hier schon die Rosenkränze geklaut? Wahrscheinlich schon. Der Vogt hat doch bestimmt was. Wahrscheinlich nur ein Klo. Ja. Gut. Was haben wir denn noch? Das habe ich gemacht. Ich sollte auf jeden Fall das Rehfleisch erstmal beschaffen, bevor ich dazu übergehe, es zu vertauschen. Da wäre so ein Verwesungstrank nicht schlecht. Na, ein Glück weiß ich, wo man Rehe herkriegt. Für euch ein bisschen Licht. So, meine Lieblingsjagdstelle. Nachts wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber passt schon. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch das alte Fleisch behalten können. Wenigstens habe ich mein Geld zurückgekriegt. Ich habe doch mein Geld zurückgekriegt, oder? Ja, ich habe mein Geld zurückgeklaut. Wie ist eigentlich meine... Detschko. Oh, passt. Habe ich nicht so einen Nachtsichttrank? Nee.
Ihr seht jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr, aber... Perfekt. Ich muss das Rehfleisch vertauschen, aber es ist dann noch gar nicht vergammelt. Ich probiere mal, was passiert. Vielleicht sollte ich auch einfach die ganzen Sachen, die ich da hingeschmissen habe. Einfach wieder aufsammeln. Weil wenn ich jetzt eh schon mal wieder da bin und überladen bin, dann kann ich das auch machen. Dann gehe ich einfach ins Bett und guck mal. Ah, die Rosenkränze haben wir auf jeden Fall schon mal hingekriegt. Das Badewasser ist halt echt die Geschichte, finde ich so doof. Ja. Ich wette, ich muss warten, bis das Fleisch verdorben ist. Dann nehme ich mal das ganze Fleisch jetzt wieder. Das Dörrfleisch kommt auf jeden Fall in meine Kiste. Überhaupt nicht auffällig hier. Boah, jetzt habe ich richtig Bock auf Fleisch gerade tatsächlich. So, noch aufheben, könnte ich rein direkt zurückverkaufen. Ich brauche viel Hammelfleisch, um alles zu vertauschen. Ach, ich bin noch gar nicht durch. Wie viel Lammfleisch habe ich denn? Ich habe das Lammfleisch auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich das hier. Ja, Hammel ist ja einfach nur männliches. Ich muss das Hammelfleisch vertauschen. Das kann ich jetzt aber nicht machen. Ich will nur wissen, ob hier noch was drin ist, was ich vielleicht wissen sollte. Super schwere Kiste, also hier hätte ich mein ganzes Geld drin gehabt, das wüsste ich. Das ist ganz sicher Wildbret vom Reh. Jemand hat gewildert.
Okay, dann habe ich doch schon mal alles, was ich wissen muss. Bei Fußköter. Sieh mal, was ich gehabt. Okay. Wenn ich das nicht satt mache, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich muss dann, wie spät haben wir es denn? Vielleicht mal ein bisschen schlafen. Und vielleicht verkaufe ich auch das eine oder andere. Was muss ich jetzt alles vertauschen? So. Reh, Lamm. Vielleicht packe ich doch einfach mal alles in die Truhe, um zu hoffen, dass das irgendwann kaputt ist. Also Reh und Lamm habe ich beides. Fällt mir gerade ein, an sie verkaufen kann ich ja gar nicht. Die hat ja gar kein Geld mehr, aber hier kann ich was verkaufen. Schnauze, Hund. Mal ein bisschen Energie auffrischen auch. Vielleicht gönne ich mir auch ein, zwei Räucherwürstchen. Und dann gucke ich nochmal, ob ich das machen kann. Auf jeden Fall, zwei, drei Sachen haben wir ja schon erledigt. An die schweren Sachen muss ich loswerden. Bin halt sowas von überladen. Ah, ich wollte gerade sagen, willst du dein Besen nicht mehr nehmen? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Heile dich für Bettler. Halt's Maul. Mach's gut. Nee, ausnahmsweise mal kein Haferbrei. So. Hammelfleisch bleibt auf jeden Fall. Der Hase kommt weg. Hühnchen brauchen wir nicht austauschen. Brauchen wir nicht austauschen. Oh, Geld hat sie. Weshalb bin ich so schwer, frage ich mich gerade.
Oh, was passiert? Das stinkt gewaltig nach Diebesgut. Wie viel schwebt dir denn... Das hier und... Na super. Haha, okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was passt euch denn nicht? Oh, mach die satt. Trotzdem, weswegen bin ich so überladen, würde ich gern wissen. Scheiß auf den Knüppel. Keine Ahnung, wo der Bogen herkommt. Ist das tatsächlich von dem Zeug, was ich gesammelt habe? Ah, okay. Glas. Vielleicht nehme ich die Sachen doch mal. Und breite sie dem Händler da und gebe sie dem Händler da. Wenn ich noch ein bisschen warte, dann schaffe ich es auf jeden Fall. Die Frage ist nur, kriege ich es jetzt bald mal hin? Weswegen habe ich jetzt eigentlich die Wache am Arsch? Guten Tag. Oh, der sehr leichte Bogen ist weg. Sagt jetzt, ich habe ohne Fackel. Wenn ihr jetzt sagt, ich war ohne Fackel, dann stimmt das eindeutig. So schnell wirst du die Sache nicht. Das reicht. Ich habe nur. Also, wie kommt ihr jetzt dazu? Schwächelt die Manneskraft. Gott schütze dich. Was das Ritz. Ja. Wie lautet das Rezept für den? Hör jetzt ganz genau hin. Versuche ich ja. Ich bin ganz... Wie Blut aus Liebe war. Ja. Einst lebte ein kühner Ritter von edlem Gemüte. Stacheln sind doch Disteln. So forsch und unnahbar war, als besäße er Stacheln. Er verliebte sich in eine junge Maid mit strahlend rotem Gebände, die er zusammen mit ihren Schwestern auf einem Feld sah. Er wusste um seinen Charakter und wollte die Maid nicht ängstigen. Und so bat er einen anderen Ritter um Rat. Einen frommen Kreuzritter, der den Namen eines heiligen Propheten trug und ihm alle Ehre machte. Der fromme Ritter schlug ein Treffen am Fluss vor, bei dem auch er zugegen sein wollte, auf dass er seinem Freund helfen möge, sich der holden Maid bei einem... Und so geschah es. Doch die holde Maid verliebte sich in den frommen Ritter. Der kühne Ritter erzürnte und forderte seinen Rivalen zum Duell. Voller Pein ob der Wirkung ihrer Schönheit, ergriff die Holde. Leblos lagen ihre Leiber am Boden, drei an der Zahl. Und ihr Blut ergoss sich in den Fluss. Und? Hat sich der Spuk schon gelohnt? Die Leute reden über den Wiedergänger, als wäre er einer der 11 biblischen Plagen. Waren das nicht 10? Oh, du hast noch viel zu lernen. Nichtsdestotrotz, das halbe Dorf vermisst Rosenkränze. Jemand wollte sogar einen bei mir kaufen. Und hast du gut verdient? Ich verkaufe doch keinen Schund. Er hat jetzt eine Katzenpfote. Ich wusste ja nicht, dass so etwas gegen Wiedergänger hilft. Heinrich, alles, was ich verkaufe, hilft gegen Wiedergänger. Niemand in Ledeczko würde es wagen, auch nur ein Ei zu essen. Weil die Hühner
alle verflucht sind. Immerhin haben sie Kohle zum Heizen. Das reicht noch nicht, oder? Es wird, aber du musst sie noch mehr bearbeiten. Alles Gute. Ich verstehe diesen scheiß Reim nicht. Ich bin mir sicher, dass es Disteln und Mohn sind. Heiliger Prophet, Ritter am Fluss. Und irgendwas mit dem Herz. Ich weiß nicht so recht. Ich kann es aber auch einfach mal so machen, dass ich jetzt hier speichere und in der nächsten Folge einfach mal schaue, was ich dafür brauche. Das ist ja sonst echt beschissen. Bis dahin sollte auch das Fleisch soweit vergammelt sein. Und dann haben wir eigentlich alles. Hoffe ich doch. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis es schlecht ist. Aber egal. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Kingdom Come Deliverance für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.